Und damit herzlich willkommen zu 10 Fakten zu Lilly. Das Video, auf das wahrscheinlich 112% aller Leute gewartet haben, bis es endlich mal kommt. Ich bin nochmal gespannt, wie das ankommt, weil Lilly ist ja ein ziemlich beliebter Charakter in der Pokémon-Community, auch wenn ich, muss ich sagen, im Team Serena bin. Und ich habe mir heute mal einen ganz Special Boy dazu geholt. Der ist jetzt nicht nur irgendwie vor seinem Mikrofon von zu Hause, sondern der sitzt da hinten gerade auf meiner Couch. Da sitzt der Capgolord, der war nämlich bei mir während dem CPP und ich hoffe, ich habe da auch einige von euch getroffen. Und der wird mich ein bisschen unterstützen im Video. Deswegen, wir werden uns immer schön abwechseln und euch hoffentlich 10 Fakten über Lilly bringen, die ihr hoffentlich noch nicht unbedingt wusstet. Schreibt mir deswegen in die Kommentare definitiv rein, welche ihr schon kanntet, welche ihr nicht kanntet. Dann weiß ich ungefähr natürlich, in welche Richtung ich recherchieren sollte. Und natürlich ist der Mario auch verlinkt. Ganz wichtig, da guckt ihr bitte auch vorbei und sein neuestes Video, da lasst ihr bitte mal ein Hallo da. Das wäre sehr freundlich und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit Fakt Nummer 1 bei der Hitze. Boah, das wird anstrengend. Let's go. Und Fakt Nummer 1 bezieht sich gleich mal auf Lillys Vater. Denn dass Samantha Lillys Mutter ist, weiß ja, denke ich mal, jeder. Zumindest der diese Spiele gespielt hat und dafür muss man sie auch noch einmal spielen. Es ist aber auch bekannt, wer Lillys Vater ist. Und zwar Lillys Vater ist tatsächlich Professor Moon. Den kennen einige von euch vielleicht vom Pokémon Resort. 95% waren da wahrscheinlich nie, weil die siebte Generation echt nicht so geil ist. Das ist tatsächlich Professor Moon. Ich werde natürlich auch mal ein Bild von ihm einblenden. Denn der hat früher ebenfalls in der Ether Foundation gearbeitet und ist eines Tages verschwunden und hat lediglich ein paar Unterlagen zu Anego zurückgelassen und noch ein paar andere kleine Sachen und der ist von irgendwann verschwunden und wie es aussieht, ist er durch eine durch ein Paralleluniversum gewandert quasi und kam so zum Pokémon Resort. Tatsächlich kann man in den Spielen auch, nachdem man Gladio in der Top 4 besiegt hat, glaube ich, war es Gladio? Gladio war es, glaube ich, kommt Professor Moon tatsächlich zur Ether Foundation und ja, trifft da tatsächlich auf Samantha und Samantha realisiert aber, dass er wohl keinerlei Erinnerungen an sein vorheriges Leben hat und lässt ihn dann auch von dannen ziehen und akzeptiert einfach, dass er glücklich ist. Und das ist eine ziemlich sad Story, wenn man das mal bedenkt. Aber tatsächlich, Lillys Vater und dadurch natürlich auch Gladios Vater ist Professor Moon vom Pokémon Resort. Fakt Nummer 2, die Lilly hat auch unter anderem einmal schon, mindestens einmal, auch die Rolle des Sprechers, des Erzählers übernommen. Wir hatten es bis jetzt nur einmal, dass Maike sich einmal introduced hat, als sie im Anime vorgekommen ist. Aber ansonsten hat tatsächlich einmal auch schon Lilly die Rolle des Erzählers übernommen und noch einmal eben über die Episode hin gesprochen. Fakt Nummer 3, und zwar die Namen. Denn sowohl Lilly als auch ihre komplette Familie basieren namenstechnisch auf Pflanzen. So haben wir bei Lilly natürlich die Lilie, bei Samantha haben wir die Balsaminen, also Balsam, bei Gladio haben wir die Gladiolen, was quasi Schwertblumen sind und Moon kennt ihr doch hoffentlich alle, was Moon ist. Und ist ziemlich cool, dass dieses komplette, die komplette Familie einfach ein Namenstheme bezüglich Pflanzen hat. Finde ich ziemlich cool und da hat Lilly und auch alle anderen haben da ihren Namen von. Fakt Nummer 4, und zwar geht es ja um das Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen Samantha und Lilly. Denn wie wir aus dem Spiel auch wissen, hat Samantha ja eben ein Pixie benutzt und es ist bestimmt kein Zufall, dass außerdem Lilly, die Tochter, entsprechend ein Pipi benutzt hat, als sie mit uns zusammen im Doppelkampf gegen Team Rainbow Rocket gespielt hat. Insofern hat sich das da irgendwo wiedergespiegelt. Fakt Nummer 5. Und zwar können wir in Pokémon Ultrasonne und Ultramond Lillys Tagebuch lesen. Sollte man natürlich im echten Leben nicht machen, bleibt weg von Tagebüchern. Aber in Lillys Tagebuch steht tatsächlich drin, dass nachdem sie von Kukui aus dem Meer gefischt wurde, oder beziehungsweise von der Frau von Kukui, sie hat sie ja, glaube ich, aus dem Meer gefischt oder so, steht zumindest im Tagebuch, dass die Alola-Region keine Arena-Leiter und auch keine Top 4 besitzen, was darauf schließen lässt, dass Lilly vorher nicht wusste, dass es das nicht in der Alola-Region gibt. Wodurch man davon ausgehen kann, dass Lilly tatsächlich aus einer anderen Region kommt. Vielleicht kommt Lilly auch aus Kanto, weiß nicht wer. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir uns als Hauptcharakter so gut mit Lilly verstanden haben. Oder sie kommt aus einer ganz anderen Region, vielleicht sogar eine, die wir noch nicht kennen. Aber es ist tatsächlich davon auszugehen, dass Lilly gar nicht aus Alola kommt. Fakt Nummer 6. Und zwar weist Lilly doch gewisse Parallelen zu N aus der fünften Generation auf. Und zwar sieht das so aus, dass die beiden zu Anfang des Spiels jeweils überhaupt keine Pokémon-Kämpfe mochten, was sich dann im Laufe des Spiels dann etwas geändert hat. Dabei haben beide auch jeweils einen Anta
Antagonisten als Elternteil. Sowohl hat in diesem Fall Lilly ja Samantha als Antagonist Mutter und der N hat ja Getzes oder Jesus oder wie man auch ihn aussprechen möchte. Dann haben beide auch noch ihre jeweiligen Verhältnisse zu legendären Pokémon. Und zwar hat ja die Lilly ja mit Cosmog bzw. dann auch Solgaleo und Lunala editionsspezifisch dann ein besonderes Verhältnis gehabt und natürlich auch N zu entweder Seagram oder Reshiram. Und beide sind jeweils nach dem Spiel auch in eine ferne Region dann verschwunden. Insofern, gut, dann natürlich außerhalb von Ultrasonne und Ultramond, weil Lilly ist nur in Sonne und Mond abgehauen. Und ja, insofern kann man da auf jeden Fall ein gewisses Verhältnis ansehen. Fakt Nummer 7. Und zwar, Lilly hat in der Tat 14 Episoden gebraucht, um ihr erstes Pokémon im Anime zu bekommen. Das war dann ein Alola Vulpix. Und das ist die längste Zeitspanne, die ein Charakter nach der Einführung gebraucht hat, um ein Pokémon zu fangen. Kein anderer war so lange Pokémon los wie Lilly, Max und Eureka ausgeschlossen, weil die durften ja noch keine Pokémon haben. Fakt Nummer 8. Und zwar wisst ihr aus den Spielen Sonne, Mond und Ultrasonne, Ultramond, dass Lilly im Laufe des Spiels ja die Kleidung wechselt. Das symbolisiert quasi auch Verhältnis zwischen Sonne und Mond, weil sie zuerst etwas konservativ gekleidet war und in sich gekehrt und danach eher mehr offen und kämpferisch gekleidet war. Und wie gesagt, das symbolisiert dieses Verhältnis zwischen Sonne und Mond quasi. Fakt Nummer 9. Und zwar besagt es Vulpix, was wir schon vor zwei Fakten kennenlernen durften, hat auch einen Spitznamen und zwar Flöckchen. Wir wissen ja, dass das Cosmog aus den Spielen Wölkchen genannt wurde von ihr, aber sie hat auch ihrem Vulpix mit Flöckchen einen Spitznamen gegeben. Und damit ist sie erst der dritte Hauptcharakter überhaupt, der sein Pokémon quasi benannt hat. Wir lassen Richie jetzt mal vor, weil das ist außen vor, das ist ja kein Hauptcharakter. Misty hat ihre zwei Libiscus Spitznamen gegeben und auch James hat seinen Fukano aus der Kindheit ja auch benannt und sie ist damit der dritte Hauptcharakter, der das getan hat. Einerseits, um ja, den Spielen so ein bisschen treu zu bleiben mit dem Spitznamen, andererseits aber auch, um die Verwechslung mit einem Vulpix, welches kurz vorher geschlüpft ist, welches ein normales Vulpix war, zu verhindern, dass beide dann Vulpix quasi genannt werden, hat man sich einfach entschieden, das Ding Wölkchen zu nennen. Nicht Wölkchen, sondern Flöckchen, weil Schnee passt ja, Flöckchen passt ganz gut. Und hiermit der letzte Fakt, Fakt Nummer 10, und zwar geht es auch wieder um die Kleidung von Lilly, die wir ja jetzt auch gut kennen. Das hat man aus dem Manga herausgefunden, dass die Kleidung, die sie trägt, eigentlich eher aufgezwungen ist von ihrer Mutter. Denn im Manga wollte die gute Professor Burnett einmal mit ihr einkaufen gehen und hatte sie wegen ihrer Kleidung ausgefragt. Und da hat Lilly schweren Schrittes gesagt, Mensch, ich möchte diese Kleidung eigentlich gar nicht tragen, weil die ist von meiner Mutter aufgezwungen. Auch ein Grund mehr, warum sie dann wohl endlich zu sich kam, als sie sich dazu entschlossen hat, endlich die Kleidung zu wechseln. Und insofern kann sie jetzt dann endlich ihre eigene Kleidung tragen. Damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses wunderschöne Video gefallen. Das stelle ich der gute Marek. Hier unten, man sieht meine Finger nicht. Den sieht man in der Videobeschreibung auch verlinkt. Deswegen, wie gesagt, geht da vorbei und sagt ihm bitte unter seinem neuesten Video Hallo von mir. Ich hoffe natürlich, der Marek hat auch Spaß gemacht. Ihr müsst wissen, das ist gerade ein bisschen awkward, weil wir drehen das hier quasi, bevor er seine Fakten überhaupt vorgelesen hat. Deswegen steht er hier jetzt gerade zum ersten Mal. Das ist voll toll. Cool. Deswegen, ich hoffe natürlich, du hattest Spaß, lieber Marek. Ich hoffe natürlich, ich war dir auch ein guter Gastgeber. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Weiß ich noch nicht genau, was es ist. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Charakter ihr als nächstes sehen wollt. Beziehungsweise habt ihr unten in der Videobeschreibung, verlinke ich extra nochmal die Playlist, wo alle Charaktere, die bisher dran kamen, drin sind. Und dann würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Bis dann und ciao. Ciao.